Es geht los. Die OM Mediengruppe baut seit Donnerstag offiziell im Emstecker Echo Park ein neues Medienzentrum. Auf 20.000 Quadratmetern entsteht ein neues Bürogebäude. Wir haben ja vor einiger Zeit fusioniert, Kloppenburg und Vechta. Und wir hatten in Vechta sowieso schon ein sehr altes Gebäude. Das war arbeitsmäßig nicht mehr gut. Da hatten wir schon länger überlegt, dass wir ein neues Gebäude brauchen, einen neuen Standort. Und durch die Fusion hat sich das jetzt ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wenn ein neuer Standort, dann auf halbem Wege zwischen Kloppenburg und Vechta. Und da haben wir im Ecopark, glauben wir, einen sehr guten Standort gefunden. Geplant wurde das neue Medienzentrum vom Architekturbüro Geising und Böcker aus Vechta. Es soll klar und einprägsam sein. Dieses Gebäude soll ein Zeichen setzen für das Vorantreiben des Journalismus, Lokaljournalismus und die Weiterentwicklung der ursprünglichen Zeitung MT und OV, jetzt unter dem Namen der OM Mediengruppe. Wir möchten nicht, dass die Leute uns nicht mehr wahrnehmen, dass wir uns aus Kloppenburg und Vechta zurückziehen. Wir bleiben dort sowieso präsent, aber wir möchten einen neuen Kern errichten im Oldenburger Münsterland, und der findet halt hier im Ecopark statt. Wir werden hier ein dreistöckiges Gebäude errichten mit entsprechend Parkplätzen natürlich, dass man die Zufahrten gut sehen kann. Wir machen helle Räume, wir hoffen ein attraktives Äußeres zu gestalten, aber noch wichtiger sind uns die Arbeitsplätze von innen, dass sie gut laufen, dass man sich begegnen kann auf vielen Etagen, dass man alle in Kontakt bleibt. Wir werden natürlich auch berücksichtigen, dass auch der Trend Richtung Homeoffice geht. Unsere Journalisten werden mit Laptops natürlich unterwegs sein, dass sie vor Ort die Nachrichten abfangen können. Aber es muss dann auch in der Zentrale bearbeitet werden. Wenn alles nach Plan läuft, dann sollen Ende 2023 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OM Medien das neue Medienzentrum in Emstek beziehen. Dieses Gebäude ist für mich als Unternehmer und als Gesellschafter besonders wichtig, weil es nochmal auch einen Blick in die Zukunft geben soll. Was ist möglich? Journalismus stirbt nicht, gerade Lokaljournalismus stirbt nicht. Das geht weiter. Gerade ich als Familienunternehmer mit 140 Jahren Familientradition möchte das weitergeben in erweiterter, veränderter Form. Aber trotzdem möchten wir präsent bleiben.